Erkennst du mich wieder, die unterdrückte Bestie, die einst hier kauerte? Nun habe ich meine alte Gestalt wieder. Was bist du? Nicht was, Kain, sondern wer? Mein Gesicht ist dir fremd, nicht aber mein Name. Kennst du die Geschichte des ersten Vampirs? Janus Audron, der legendäre Vampir der Vorzeit. Wie war diese Verwandlung möglich? Janus ist tot. Man hat ihm das Herz aus dem Leib gerissen. Nicht tot, sondern gefangen an diesem Ort. Mein Blut hielt den Mechanismus und die Masse am Leben. Ausgeblutet und erschöpft verwandelte ich mich in diese schreckliche Kreatur. Erst als du die Masse vergiftet hattest, kehrte meine alte Kraft zurück. Das Göttliche kann nicht vollständig vernichtet werden. Göttlich? Du hast in der Gefangenschaft den Verstand verloren, Janus. Der Fluch des Vampirismus ist kein Zeichen von Göttlichkeit. Forsche tief in der Vergangenheit, um die Wahrheit unserer Herkunft zu erkennen, Kain. Vor langer Zeit, lange bevor ich selbst geboren wurde, waren die Vampire gottgleiche Wesen, die über das Land herrschten. Doch wir hatten einen gefährlichen Feind, eine Rasse mit ähnlichen Kräften, aber völlig anderen Idealen. Es entbrannte ein tausendjähriger Krieg. Doch schließlich gewannen wir die Oberhand und verbanden unsere Feinde mit einem mächtigen Zauber in eine andere Dimension. Was hat diese Geschichtslektion mit meiner Aufgabe zu tun? Geduld, Kain. Die Wesen, die einst gegen uns Vampire kämpften, waren die Hülden, dieselben Hülden, die du eben kennengelernt hast. Sie kontrollieren die Sarafanen. Sie wollen alle Vampire vernichten, die Menschen versklaven und Nosgoth ihrem Willen unterwerfen. Sie kommen wie eine Plage über uns. Sie sind für all das verantwortlich, was das Land bedroht. Die Dämonen, den Mechanismus. Sie sind zurückgekehrt, um sich zu rächen. Sagtest du nicht, sie wurden verbannt? Das wurden sie, Kain. Aber vor einigen hundert Jahren gelang einem Hülden die Rückkehr in unsere Welt. Nach und nach befreite er seine Brüder, doch er war noch nicht mächtig genug, um die Welt zu unterwerfen. Er brauchte eine Armee hier. Und Menschen, denen er die Energie entziehen konnte. Schließlich hörte er von einem Orden, der einst gegen die Vampire gekämpft hatte. So wurde er zum Begründer des neuen Sarafanenordens. Lord Sarafan. Dann war er es, dem die Flucht gelang. Aber wie? Damit kommen wir zu deiner Rolle in dieser Geschichte. Durch die Zerstörung der Säulen des Gleichgewichts ist ein Spalt entstanden, der alle Dimensionen verbindet. Dann hatte ich diesen Krieg ausgelöst? Nein, ich war Schritt für Schritt auf den Pfad geführt worden, der mich hierher gebracht hatte. War ich von Anfang an eine Marionette der Hülden gewesen? Bei dem Gedanken wurde mir übel. Nur so konnte Lord Sarafan in unsere Welt zurückkehren, durch ein magisches Tor, durch das Tor der Hülden. Schließe das Tor, Kain, dann werden alle Hülden in Nosgoth vergehen. Das Tor erhält sie am Leben? Exakt, es ist ihre einzige Verbindung. Wenn du das Tor schließt, ist der Weg in unsere Welt versperrt. Dann werden alle Hülden sterben, ohne Ausnahme. Auch Lord Sarafan. Verstehe. Schließe das Tor und töte Lord Sarafan, Kain. Schließe das Tor und verbanne die Hülden noch einmal aus unserer Welt. Gut, und wie geht es weiter? Wir gehen zum Heiligtum. Ich muss Vorador alles erzählen. Dann können wir beraten, wie wir dieses Übel ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Du warst verwundet.
Dafür wissen wir jetzt weder, wo Cain ist, noch was er vorhat. Nicht einmal du kannst mit ihm in Verbindung treten. Was ist das? Nein, warte. Spielen mir meine Augen einen Streich? Janos, mein Gebieter, sie haben euch getötet. Nein, schlimmer noch. Doch davon erzähle ich dir ein andermal. Wenn es noch ein andermal für uns gibt. Vorador, wir brauchen deine Hilfe. Wir haben uns schon gefragt, wo du bist. Ich habe getan, was ich tun musste. Cain? Der Mechanismus? Ich habe ihn zerstört. Aber jetzt stehen wir einer noch größeren Bedrohung gegenüber. Was soll das heißen? Eines Tages werde ich euch die ganze Geschichte erzählen, wenn wir alle lange genug leben. Zunächst müsst ihr mir allerdings glauben, dass euer Feind, unser Erzfeind Lord Sarafan, einem Volk angehört, das aus einer anderen Dimension kommt. Er plant die Rückkehr seines Volkes in diese Welt, von der sie die Vampire vor Jahrhunderten verbannt haben. Wir müssen ihn aufhalten, sonst sind alle Vampire verloren. Gebieter, was sollen wir tun? Er hat bereits einen Vorposten in unserer Welt errichtet, die Stadt Hülden, jenseits des Meeres. Dort gelangen seine Brüder durch ein Dimensionstor in unsere Welt. Ursprünglich wollte ich uns alle nach Hülden teleportieren, um Lord Sarafan zu töten. Offensichtlich wird die Stadt aber von einem magischen Schild geschützt. Wenn wir unsere Feinde bekämpfen wollen, müssen wir den Schild zerstören. Vorador, wo liegt Hülden? Kennt einer deiner Spione die Lage der Stadt? Uma, weißt du etwas? Unten am Hafen herrscht seit einigen Monaten ein reger Betrieb. Kriegsschiffe und Frachter werden heimlich be- und entladen. Nur wenige unserer Leute sind lebend vom Hafen zurückgekehrt. Sie sagen, dass alle Schiffe den Hafen auf einen und demselben Kurs verlassen. Leider wissen wir nicht, wohin sie segeln. Sicher nach Hülden. Anders kann ich mir die Aktivitäten am Hafen nicht erklären. Du musst sofort zur Stadt segeln. Finde und zerstöre den Schild. Erst dann können wir dir Verstärkung schicken. Schließe dieses verdammte Tor für immer. Jemand soll mich zum Hafen führen. Ich werde mich an Bord eines Schiffes schleichen. Wenn ich den Schild zerstört habe, melde ich mich. Ich gehe mit ihm. Aber wir brauchen dich hier. Herr, ich kenne den Hafen. Wo ein Einzelner versagen mag, werden wir gemeinsam Erfolg haben. Ich brauche kein Kindermädchen. Ich bin der Aufgabe durchaus gewachsen, das versichere ich euch. Wir dürfen diese Chance nicht verspielen. Alles, wofür wir kämpfen, steht auf dem Spiel. Es steht mehr auf dem Spiel, als du denkst. Nimm Hilfe an, wenn man sie dir anbietet, Cain. Abgemacht. Ich bereite unsere Armee auf den Endkampf vor. Pass auf dich auf, mein Kind. Passt beide auf euch auf. Nimm Hilfe an, wenn man sie dir anbietet. Bis jetzt hat sich immer gezeigt, dass unerwünschte Hilfe keine Hilfe ist. Vorador sagt, wir sollen nach einem Kriegsschiff suchen. Wir sollten in den südlichen Docks anfangen. Wie gut ist die Gegend bewacht? Die Docks sind der am schwersten bewachte Vorposten der Sarafanen. Sie kontrollieren den Handelsverkehr von und nach Meridian. Die Sarafanen sind nichts im Vergleich zu dem, was ich bereits gesehen und vernichtet habe. Sei kein Narr. Da unten erwarten uns die Besten ihrer Krieger. Die Glyphenritter sind tödlich. Wir werden sehen. Nur eine Frage, Cain. Bevor wir reingehen, wenn du Lord Sarafan tötest und den Soul Reaver wiederbekommst, was dann? Die Antwort kennst du. Sag du es mir. Dann werden Meridian und Nosgoth endlich mir gehören. Und der Widerstand der Vampire? Ihr könnt natürlich tun und lassen, was ihr wollt. Natürlich. Was? Wiederum hältst du mich eigentlich? Du wagst es! Vorador hat mir alles über dich erzählt, Cain. Er sagt, dass du vor nichts zurückschrecken würdest, um dein Ziel zu erreichen. Absolute Macht. Und wenn du über Nosgoth herrschst, dürfen wir Vampire tun und lassen, was wir wollen. Das soll ich dir glauben?
Wir wären die Einzigen, die dir die Macht streitig machen könnten. Nein, du wirst uns verfolgen und töten. Wie würde sich deine Herrschaft von der des Lords unterscheiden? Ich werde meine Taten vor dir nicht rechtfertigen, Uma. Niemand wird sich mir in den Weg stellen. Auch du nicht. Ich bin dir sehr dankbar, dass wir die Hülden mit deiner Hilfe für alle Zeiten besiegen können, Kain. Aber du hast genug getan. Ich werde Lord Sarafan finden und töten. Dann wird Nosgoth wieder den Vampiren gehören. Du Närrin! Du hättest nicht die geringste Chance, diesen Kampf zu überleben. Gib mir jetzt den Nexostein. Oder muss ich dich erst töten, damit ich ihn deinen diebischen Fingern entreißen kann? Ah, die Bestie zeigt ihr wahres Gesicht. Und so schnell. Ich wünschte, es wäre anders gekommen, Kain. Leb wohl. Ja, und da sind wir im Kapitel 10. Dieses kleine Biest. Tja, wer hätte das von Uma gedacht? Klaut sie uns den Nexusstein. Ja, aber erstmal herzlich willkommen hier wieder in Blood Omen 2 Legacy of Kain Part 4. Ich spiele noch ein bisschen weiter, ich bin gerade in einem guten Lauf. Wie ihr seht, Kain hat sein Outfit geändert. Nun im vierten und finalen Outfit, dass ihr die letzten zwei Kapitel, hier der Haken, Kapitel 10 und dann noch Kapitel 11, die Stadt der Hülden, tragen wird, hier mit den fetten Stacheln am Rücken. Ja, und das war jetzt echt mal, das waren jetzt lange Videos. Da ist jetzt echt mal richtig viel passiert, auch von der Handlung ist es jetzt wirklich mal, jetzt läuft es mal wirklich rund, könnte man sagen. Ja, man merkt, dass es langsam in das Finale des Spiels geht, auch wenn das noch ein bisschen dauert. Naja, jedenfalls, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil jetzt sind ein paar Informationen gefallen, die auch vielleicht zum ersten Mal ein paar Neulingen von euch hier für Fragezeichen und Hell und Säule, Schicksal, was war das, was soll da damit gemeint sein und wer ist Janice Audrin überhaupt und sowieso. Da kommen jetzt wirklich mal ein paar Sachen aus den alten Spielen zum Tragen in diesem eher Spin-Off, ja, sag ich mal. Paar Dinge, die ihr nicht wissen könnt, wenn ihr hier komplett neu seid. Aber damit müsst ihr jetzt erstmal leben in diesem Spiel, weil sehr viel mehr wird es nicht erklärt werden. Die Erklärungen findet ihr in den anderen Teilen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht, dass ich euch den Spaß an Soul Reaver 1 und 2 und auch an Blood Omen 1 verderbe. Deshalb nun zum dritten Mal, und diesmal wird es wieder etwas länger dauern, Spoiler-Alarm. Unten steht wieder der Timecode, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr euch den Spaß an den anderen Teilen nicht verderben wollt, dann spult bitte vor bis zu dem Timecode, den ich unten einblende, denn ich werde jetzt ein bisschen was spoilern aus den anderen Teilen, um hier mal zu erklären, was wir hier gerade gesehen haben. Also, wir haben den Mechanismus zerstört und damit wurde auch tatsächlich diese Kreatur befreit, die den Mechanismus bewachen sollte, und die hat sich tatsächlich als Janice Audrin herausgestellt, der legendäre Janice Audrin, dem wir im letzten Teil in Soul Reaver 2 ja leibhaftig begegnet sind. Und dessen Schicksal wir aber nicht aufhalten konnten. Das Schicksal, das auch Kain gerade angesprochen hat. Janice ist tot, denn ihm wurde bei lebendigem Leib das Herz aus dem Leib... Ja, also bei lebendigem Leibe das Herz herausgerissen. Und genau das ist auch passiert von den Sarafanen. Das haben wir ja alles miterlebt. Jetzt ist Janice aber wieder am Leben. Wir haben an seiner Brust auch eine Narbe gesehen. Also anscheinend wurde der Brustkorb tatsächlich geöffnet und wieder zugenäht. Und er hat sein Herz offensichtlich wieder, sonst würde er nicht leben. Das heißt, anscheinend ist es Raziel tatsächlich gelungen, das Herz zurückzuerobern und Janice Audrin wiederzubeleben. Und das ist jetzt eben genau das, was Kain im finalen Teil von Soul Reaver 2 im Part 38 gesagt hat. Janice muss tot bleiben. Raziel hat sich nicht dran gehalten. Und da wir Raziel vor dem Soul Reaver und damit vor der Auflösung bewahrt haben, ging es anscheinend weiter und er hat es irgendwie hingekriegt, Janice Audrin wiederzubeleben. Davon müssen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal ausgehen. Wie das Ganze dann vonstatten geht, das werden wir in Defiance sehen. Das kann ich euch schon mal soweit sagen. Da kommt das Ganze dann zu einem runden Ganzen. Janice Audrin hat das anscheinend aber wenig gebracht, dass er wieder am Leben war, denn irgendwie ist er in die Klauen der Hüllen gerannt. Die haben ihn unterjocht und eben gefangen gehalten an diesem Ort, und durch seine Lebensessenz konnte überhaupt der Mechanismus und die Masse erst entstehen. Und wahrscheinlich hat Kain deshalb zu Raziel gesagt, dass Janice Audrin tot bleiben muss. Denn nur wenn er tot ist, können die Hülden quasi nicht versklaven. Und dann wäre das alles mit der Stadt der Hülden und dem Mechanismus und diese ganzen Dinge, die hier passiert sind, wäre dann nie stattgefunden.
In der ursprünglichen Handlung von Soul Reaver 1 hat das hier auch nicht stattgefunden. Das ist wie gesagt eine neue, veränderte Zeitlinie, weil eben Janice Aldrin wiederbelebt wurde und die Hülden damit eben die Macht an sich reißen konnten, indem sie Janice Aldrin gefangen nehmen und versklaven konnten. Wie das passieren konnte, dass Janice Aldrin gefangen genommen wurde von ihnen, auch das werden wir in Defiance sehen, also auch das wird erklärt werden. Und da wird dann auch nochmal näher auf den guten Lord Sarafan eingegangen. Wir wissen im Moment nur, Lord Sarafan ist ein Hülde. Er nennt sich Lord Sarafan, weil er eben den Sarafanenorden wiederbelebt hat. Den kennen wir ja auch aus den anderen Teilen. Manchmal hießen sie Serafan, manchmal hießen sie Sarafan, aber das war immer dieser Vampirjägerorden. Wir wissen, dass er ein Hülde ist, dem die Flucht gelungen ist. Und zwar die Flucht aus einer anderen Dimension. Und jetzt wird's interessant, denn jetzt gehen wir auf diese ganzen Wandgemälde ein, die wir in Soul Reaver 2 in diesen Schmieden gesehen haben. Da wurde uns eine Geschichte erzählt von zwei Rassen, die sich bekriegt haben. Wir wissen, dass das eine die geflügelte Rasse war, der auch Janice Aldrin entspringt und aus denen später die Vampire werden sollten. Und die zweite Rasse, die war bisher immer so eine namenlose Rasse gewesen, das waren die, gegen die die Vampire, also gegen die geflügelte Rasse, die dann später Vampire wurden, Krieg geführt haben. Und diese dann auch in eine andere Dimension verbannt haben. Und nun können wir eins und eins zusammenzählen, diese zweite Rasse, das waren die Hülden. Die geflügelte Rasse hat es geschafft, die Hülden in eine andere Dimension zu verbannen. Das ist übrigens dieselbe Dimension, aus der auch die Dämonen springen, weshalb wahrscheinlich die Dämonen auch den Hülden dienen. Wahrscheinlich haben die in dieser anderen Dimension die irgendwie unterjocht, die Dämonen und wie auch immer. Jedenfalls, die geflügelte Rasse verbannte die Hülden in diese Dimensionen, in diese Dimension der Dämonen. Und als letzten Fluch haben die Hülden aber den Blutdurst auf die geflügelte Rasse gelegt und seitdem sind sie Vampire. Seitdem müssen sie Blut trinken. Das haben sie den Hülden zu verdanken. Nun, sie sind aus der Dimension der Dämonen entkommen, die Hülden. Und das gelang ihnen durch die Zerstörung der Säulen. Und nun kommen wir endlich zu den Säulen von Nosgoth, die in allen anderen Legacy of Kain Spielen bisher so wenig waren und in diesem Spiel hier bis auf das Intro überhaupt nicht erwähnt wurden. Kain hat das Opfer verweigert, hat sich quasi nicht selbst geopfert, um die Säulen zu läutern. Und dadurch sind sie wurden sie zerstört, die Säulen. Das haben wir ja gesehen. Kain hat sich dann seinen eigenen Thron auf den Stumpen, auf den abgebrochenen Stelen der Säulen erbaut. Und das hat den Hülden die Rückkehr ermöglicht. Dadurch ist dieser Spalt entstanden. Der Spalt, in dem sich nun diese Stadt Hülden anscheinend befindet. Die Hülden sind zurückgekehrt und unterjochen hier die ganze Welt. Wir können jetzt an dieser Stelle übrigens auch vermuten, in Soul Reaver 2 gab es ja ebenfalls Dämonen, die Raziel auf den Hals gehetzt wurden, um ihn daran zu hindern, das zu tun, was auch immer er tun wollte. Und da hieß es ja auch immer, irgendwelche dunklen Mächte hätten sich da gegen Raziel verschworen und ihm diese Dämonen auf den Hals gehetzt. Und wir wussten nie, wer diese dunklen Mächte sind und wer dieses teuflische Sie ist, von dem immer die Rede war. Und auch wenn das in dieser Spielreihe nie so ganz zu 100% geklärt wird, können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es die Hülden waren, die hinter all dem stecken. Und dass es die Hülden waren, die auch Raziel diese Dämonen auf den Hals gehetzt haben. Zumindest lässt dieses Spiel das jetzt eben draus schließen. Die letzte Frage, die jetzt noch bleibt, ist, wer jetzt wirklich Lord Sarafan ist. Was das für ein Hülde ist, der da entkommen ist. Und da kann ich euch sagen, auch das wissen wir im Grunde genommen schon. Auch dieses Wesen, was sich jetzt eben Lord Sarafan nennt, haben wir bereits in einem anderen Teil der Legacy of Kain-Reihe kennengelernt. Aber das wird im Grunde richtig final erst in Defiance erklärt und das werde ich an dieser Stelle auch noch nicht verraten. Denn da müsst ihr dann wirklich euch den finalen Teil auch noch anschauen und dann wird das Ganze auch wirklich den großen runden Abschluss geben, also zumindest einen relativ runden Abschluss. Unsere Aufgabe ist es nun erstmal die Hülden aufzuhalten, quasi das, was wir durch unser eigenes Handeln, das wir Raziel vor dem Soul Reaver bewahrt haben, was wir da verbockt haben und uns eingebrockt haben, nämlich dass ganz Nosgoth nun von diesen neuen Sarafanenorden und von der Herrschaft der Hülden überzogen wird. Genau das müssen wir jetzt wieder in Ordnung bringen, indem wir das Portal schließen, durch dem die Hülden in unsere Welt gelangen. Nun gut, und das war's jetzt. Puh, ein langer Spoiler, ich bin am Ende, wir spielen weiter. Auf ins Hafenviertel.